Hallihallo, da bin ich wieder. Ihr werdet euch bestimmt wundern, wieso ich jetzt hier gerade bin und wieso ich so komisch klinge. Also ich bin gerade momentan noch krank. Ich habe beim letzten Mal spielen, habe ich nicht alles erklärt gehabt. Ich habe dann noch ein paar Karten mir holen wollen, Karten holen wollen. Und das habe ich auch gemacht, habe das aber offscreen gemacht und das hat teilweise so lange gedauert, dass ich da keine Aufnahme mehr gemacht hatte. So, und das ist jetzt auch schon wieder einige Tage her. Und ihr werdet euch auch wundern, im Hintergrund die Musik. Zwischendurch ist nämlich mein Final Fantasy 8 plötzlich, naja, wie kaputt gegangen. Ich musste alles neu installieren, musste hoffen, dass ich es wieder installiert kriege, weil es ging einfach nicht mehr auf. Also es ist in der im Task Manager erschienen, aber es ist einfach nicht gegangen. Und da hat mein Bruder mir das nach ewigen Hin und Her, das hat bestimmt 2-3 Tage gedauert, hat er mir das wieder installieren können und hat auch gleich ordentliche Musikstücke mit eingefügt. Ist zwar ein bisschen spät jetzt gegen Ende, aber ihr habt auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Spaß damit. Ja, es ging ja darum, dass ich beim letzten Mal die ganzen Karten, die mir noch fehlten, die ich verloren habe und so weiter, dass ich die mir wiederholen wollte. Die zwei Karten, ganz klar, die sind ja immer mal wieder weg, da kann ich leider nichts machen. Und ich glaube, das ging hier irgendwo los, dass ich nicht mehr alle Karten hatte. Also ihr seht, ich habe jetzt hier alle wieder, alle gekriegt, die ich überhaupt brauchte. Und Andrew war ja damals auch so eine Sache, dass mir die noch fehlte. Was ich machen konnte, also viele Sachen wollte ich ja eigentlich von Gegnern holen, mit Kartenwandler oder besiegen selbst und so weiter. Das hat nicht wirklich geklappt, also man hat echt ewig viel Zeit verbraucht davon und ich habe es einfach so gemacht, ich bin dann irgendwann zu Dodonna in Fisherman's Horizon und habe mir dort, ja, das leidige Kartenspielen wieder angetan. Also leidig für euch vielleicht, aber ich habe es ja nicht aufgenommen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt alle Karten wieder. Die einzige, die mir jetzt noch fehlt, ist die Squall-Karte. Die hier 2, die zähle ich eigentlich gar nicht mit. Die Squall-Karte, die kriege ich erst in Esther wieder. Und, also was heißt wieder? Die muss ich dort von einem hohen Beamten erspielen. Und da das ja in der Story weitergehen würde, hatte ich das bis jetzt noch nicht gemacht. Und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ja. Genau, das war auf jeden Fall das Wichtigste, was ich schon mal sagen wollte, dass ich jetzt alle Karten habe, außer diese zwei schwarzen Schafe hier. Naja, ja. Und was gibt es noch zu sagen? Ah, ich habe jetzt Irvine ausgewechselt, weil Quistis schon Level 100 ist. Xell wollte ich jetzt eigentlich auch mal auswechseln. Ja, werde ich auch, denke ich, mal direkt machen. Dann nehme ich mal... Moment, wie geht denn das nochmal? Wie ihr hört, bin noch krank. Ein bisschen. So. Also Xell werde ich komplett mit mit Rhaenoa oder mit Selphie. Ich denke mal mit Selphie austauschen, weil Rhaenoa dann wahrscheinlich bis zum Ende noch bei mir bleibt. So, hier alles austauschen. Genau. Da geht das nämlich damit trainieren noch weiter. Das mache ich aber wie gesagt eh auf Screen. Ja. Gut. Wieso ich mich jetzt hier so verplapper? Ich war gerade dabei, alle Parts zu rendern von Final Fantasy 8 und wollte gerade den letzten abrennen, wo ich mir denke, verdammt, das sind ja nur 6 Minuten. Voila, ein bisschen am Ruckeln. Hab noch nicht alles ausgeschalten. Das sind ja nur 6 Minuten und was machst du denn jetzt am besten? Ha. Ja, und da dachte ich mir, ich erzähle euch ein bisschen was. Moment, wie ging das nochmal so? Und ja... Als nächstes wird es eh in Esther weitergehen. Ich werde mich schon mal dahin bewegen. Das werde ich in dem Part jetzt noch nicht machen. Und ja. Ach ja, genau, was ich noch machen wollte. Das wird jetzt im nächsten Part aber erst kommen, weil das sonst zu lange dauert. Ich habe mal die Anfrage bekommen, ob ich denn nicht alle GFs zeigen kann, die ich habe. Ich habe jetzt auch neue. Ich habe jetzt alle GFs. Und da würde es sich jetzt natürlich einfach lohnen, das zu machen. Und ja. Ich werde jetzt auch mal schauen, ob ich alle gekoppelt habe. Moment. Ich muss mich erstmal wieder ein wenig einfinden. Ja, ich habe alle gekoppelt. Na, das ist fein. Koppeln GF. Mein Gott, die zwei haben schon so viel. Der kann doch gar keine mehr haben. Doch, krass. Ja, genau. Gut, in der Zeit hoffen wir jetzt einfach auch mal, dass das Odin kommt.
Ich könnte euch auch noch Schokobo zeigen. Oder Mokri oder wie das Viech heißt. Das mache ich aber, wie gesagt, alles dann beim nächsten Mal. Und, ah ja, genau, Megaphönix. Das ist auch so eine Art GF. Weiß nicht, war das das oder war es irgendwie Phönix Flügel? Ich weiß es nicht mehr genau. In dem Moment hier war das genau. Ja, man muss es im Kampf verwenden. Wenn man dann stirbt, kommt Phönix wieder. Kommt also nach Ende des Kampfes, wenn jetzt zum Beispiel das Game Over-Zeichen sein würde, würde dann Phönix erscheinen und ein Wiederbeleben komplett. Das werde ich auch machen. Ich werde es aber so machen, dass ich danach nicht speichere. Also das ist wirklich nur zum Zeigen und ja. Genau. Und dann, ja, ich glaube, das war es schon an GF. Tja. Und wie gesagt, das werde ich euch dann alles zeigen. Gut, auf jeden Fall. Speichern, speichern, speichern. Ja, das war es auch erstmal. Ich musste jetzt, wie gesagt, wie so eine Art Lückenfüller gerade mal machen. Aber naja. Joa. Auf jeden Fall haben wir es ja geschafft. Wir haben alle GFs. Wir haben alle Karten soweit, außer halt Squall. Das geht ja in der Geschichte, wie gesagt. Es ist eigentlich nicht mehr viel zu zeigen und das heißt, in den nächsten zwei, drei Parts geht es allerspätestens dann mit der Geschichte weiter. Und ja, freut euch drauf. Also bis dann. Tschüss.